verteilen ihn auf die Kinder auf. Und dann machen wir es noch schön, ein paar schöne Tage. Und dann, das war's dann. Ne? Ja, zuerst werde ich meinen Eltern eine Reise finanzieren. Dann meinen Bücherbestand. Ich bin Student für Geschichte und Politik auffüllen. Wahrscheinlich würde ich mir ein Haus bauen, welches energiesparsam ist, um für die Zukunft abgesichert zu sein. Und dann würde ich mich mit meiner Mutter beraten, wie man Geld am besten anlegen kann, damit es auch noch bis zum Lebensende reicht und die nächste große Inflation überdauert. Also ich glaube, ich überlege dann erst dann, wenn ich gewinne, weil wenn man jetzt schon die Träume hat, dann klappt das nicht, dann ist man eher enttäuscht. Und deshalb erstmal abwarten und mit dem, was man eigentlich gewinnt, zufrieden sein. Ich würde es also verteilen an Leute, die ich gut leiden kann. Ja. Also mir würde 1 Million für mich reichen, für meine letzten Tage, die ich noch praktisch noch zu leben habe. Ja, ich würde es anlegen und ja, da würde ich mir noch gar keine Gedanken machen. Erstmal schauen, wenn der Gewinn da ist, ne, was ich daraus mache. Ne? Meiner Mama ein Auto schenken, mal einen schönen Urlaub mit meiner Freundin. Und ansonsten könnte ich denen ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Wahrscheinlich erstmal gar nicht glauben.